Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Great Railroad. Ja, tatsächlich das Projekt, das momentan die meisten Aufrufe hat, finde ich ganz spannend eigentlich. Hätte ich so nicht erwartet. Aber finde ich gut und dann machen wir hier mal weiter. Wir schauen mal in die Quests rein. Segelt nach Hammer und findet heraus, warum Sandar seine eigene Sippe verraten hat. Und optional haben wir immer noch die Handelsreise nach Kantvarabur. Ich würde sagen, wir machen das mal. Vielleicht bringt uns das auch neue Optionen bei der Hauptquest. Ich weiß es nicht. Wir nehmen mit... Achso, wir können noch Leute aufleveln, sehe ich gerade. Machen wir das vielleicht erst einmal... Unser Trupp hier. Snorri der Jäger. Der kann. Was kann er denn lernen? Festgenagelte Füße. Minus 2 Bewegung und 15 Ausweichen für 2 Runden. Zerbricht die Waffe des Feindes für 2 Runden. Oh. Ich glaube, ich bin dafür, die Waffe zu zerstören und. Einer kann nur noch hier köpfen. Tötet einen Feind neben euch. Krass, mit einem einzigen Schlag. 9 Punkte kostet das auch. Naja. Also langsam sind wir mit den Fähigkeiten so weit, dass wir ordentlich was machen können. Hier Baugi, der könnte nochmal ein bisschen was lernen. Aslak auch. Das sind halt alles die, die wir nicht so häufig einsetzen. Ne? Was könnte der denn noch... Krähenfuß. Minus 2 HP. Keine Bewegung für eine Runde. Blutende Wunde. Der kann auch Köpfen lernen. Das hat der schon. Widukind, ja. Den haben wir auch nicht so richtig eingesetzt bisher. Hat nur eine Fähigkeit. Der hat hier Voll und Flucki auch. Gut. Schauen wir nochmal ganz kurz beim Schmied rein. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Ich glaube nein. Nee, das erledigen wir ja immer dann direkt vor Ort. Okay, dann jetzt aber nach Kantvarabur wollen wir. Wir nehmen mit unseren Floki. Wir nehmen mit. Wollen wir Baugi mal mitnehmen? Also ich meine, wir haben halt so unsere... Unsere Megatruppe, ne? Den einer und eigentlich Hild. Ich weiß gar nicht, wen wir letztes Mal mit hatten. Ich glaube, Toria mussten wir mitnehmen von der Quest her. Wenn wir gerade die Statistiken anschauen. Ja, nehmen wir Hild mit. Das ist so unsere Kerntruppe. Und dann Waren einladen. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo mein Zettel ist. Hier. Sklaven brauchen wir. Holzvieh, tralala. Wir nehmen ein bisschen Werkzeug mit, falls wir was reparieren müssen. So, Wallknochen nehmen wir mit. Keramik nehmen wir mit. Das sind ja alles Sachen, die wir handeln können. Kämme nehmen wir mit. Bernstein brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ne, können wir auch mitnehmen. Edelsteine brauchen wir aber zum Ausbau. Met auch. Wobei, ich glaube nur 20, ne? Nehmen wir mal ein bisschen was mit. So, Hunde brauchen wir, Vieh brauchen wir. Beim Metall brauchen wir so viel, ehrlich gesagt, nicht. Wenn ich mich nicht täusche, dann lass uns hier mal ein bisschen was mitnehmen. Können wir das verscherbeln. Gewürze, Gewürze, Gewürze. Brauchen wir auch. Was haben wir jetzt mitgenommen hier? Eisen und Kupfer. Kupfer nehmen wir mal noch 2 mit. Das ist okay. Dann brauchen wir Nahrung. Ich weiß nicht, wie viel. Lasst uns 50 einstecken. Das schadet ja nicht. Und bei den Werkzeugen bin ich ehrlich gesagt... Da können wir, glaube ich, auch mal mehr mitnehmen. Und den Rest handeln wir dann einfach weg. Nehmen wir nochmal 15 mit. Ach komm. Nehmen wir mal 16 mit und lassen 10 zurück. Da kriegen wir ja auch immer wieder neue. Okay. Dann bestätigen wir das. Und 50 Nahrung...
Oh, was? 44 Tage sind wir unterwegs. Aber wir springen doch jetzt nach... direkt nach Doristadt, oder nicht? Handelt die Küste entlang von Doristadt nach Kantarabur. Das heißt, wir bräuchten 88 Nahrung. Dann müssen wir irgendwas wieder ausladen hier. Das weiß ich natürlich nicht, wie viel Platz brauchen wir denn überhaupt noch. 84, das ist immer noch nicht genug. 4. So. 88. Ja, okay, versuchen wir das mal. Das ist ja krass. Die Reise so lange dauert. Naja gut, man muss bis zum Kanal erstmal fahren, ne? Und dann rüber. Ihr seht entlang der Reise eine Unzahl friesischer Dorfburgen und fränkischer Kirchen. Ihr segelt an römischen Ruinen vorbei. Ich weiß nicht, ob der Text eigentlich noch weitergeht. Und wo sind wir jetzt? Doristadt, ja. Dann lass uns doch da nochmal an Land gehen. Vielleicht können wir hier direkt etwas erstehen. Der Weltmarkt in Doristadt. Ich bin echt sehr gespannt, wie diese Sache mit dem Jarl weitergeht, der da gefangen ist von den Friesen. Von den Franken, sorry. Bevor wir beim Händler gucken, schauen wir wie immer zum Schmied. Der aber nichts Gescheites anzubieten hat. Dann schauen wir beim Händler rein und können sehen, da gibt es ein paar Sachen. Mal Glas zum Beispiel. Brauchen wir Glas? Ich bin nicht so ganz sicher, dass mein Zettel noch up to date ist, ehrlich gesagt. Kämme können wir vielleicht schon mal verkaufen. Ja, Reliquien, ne? Ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt, dass sich das lohnt, hier Sachen zu kaufen und die dann anders teurer zu verkaufen. Also, dass es klappt. Lass uns mal hier dreimal hier Stoff kaufen. Ein bisschen Platz schaffen, ein paar Dinge verscherbeln. Hier die Knochen sind ganz gut. So, vielleicht können wir den Stoff anderswo teurer verkaufen. Das wäre doch mal was. Zack. Und weiter geht's. Unsere Leute sind alle ausgeruht. Setzt das Segel. Und dann volle Fahrt voraus. Einer der Männer sieht Feuer in einem Dorf. Ja, dieses Event kennen wir schon. Wir sind auf einer Handelsreise und wollen deswegen nicht angreifen. Wir segeln weiter und sehen Männer, die den Schildwall üben. Hey! Hey, ja, Husasa! Wir haben die Gabe des Dave, des Seers. Wir wissen schon vorher, was passiert. Wo sind wir denn jetzt? Ja, unterwegs nach Antwerpen. Sehr gespannt, wie lange man da unterwegs ist bis nach Kantwarabur. Lagerfeuer brauchen wir nicht. Wir segeln weiter. Mit vollen Segeln. Wittler, jo, ach, gehen wir mal ganz kurz an Land, schauen, ob wir vielleicht die Stoffe hier teurer verkaufen können. Vermutlich aber nicht. Ein Markt im Watt. So, der Händler 3. Nein, das lohnt sich absolut gar nicht. Nope. Und irgendwas anderes zu verkaufen auch nicht. Wir segeln sofort weiter.
Ihr entdeckt einen Schiffswrack an der Küste. Das Holz des Schiffs ist noch nicht vermodert, es scheint noch ganz frisch. Was soll die Mannschaft tun? Da waren diese Felsen, ne? Wir segeln vorsichtshalber weiter. Ihr seht das Glitzern von Silber und hört das mürrische Gemurmel und Gemecker. Ja, da muss die Mannschaft dann mit klarkommen. So, wo sind wir nun? Fahren hier bald nach Antwerpen rein. Cantwaderboer liegt hier. Ich bin gespannt, was hier noch auf der Strecke liegt. Ob wir hier noch eine Siedlung finden und hier wahrscheinlich dann eine Flussmündung. Und an welchem Punkt der dann darüber fahren wird. Das wird interessant. Lagerfeuer. Wir könnten uns ausruhen. Ich glaube, wir fahren nochmal weiter. Können wir dann in der nächsten Siedlung machen. Björn und Rauder rudern hintereinander und heute streiten sie schon seit dem ersten Morgenlicht. Es ist nicht schwer zu überhören, worum es bei ihrem Streit geht. Ob Freyas Sesrunir oder Odins Valhall die besseren Feste und Würfelspiele hat. Sie sollen härter rudern. Mal gucken. Ausnahmsweise einmal sind beide der gleichen Meinung. Ihr solltet mehr darüber nachdenken, da ihr wahrscheinlich in einer Schlacht sterben werdet. Was? Worüber sollen wir nachdenken? Dass wir einer Meinung sind? Antwerpen, wir gehen an Land. Mauern aus Stein. So, dass wir hier jetzt auch einfach unbehelligt an Land gehen können, ist auch eine lustige Sache. Huskarlsrüstung, 9 Panzerung, Blockwahrscheinlichkeit 75%. Alter Verwalter, aber wir haben kein Geld dafür. 920, dann bräuchten wir 600 Ocken. Der Händler, die Händlerin ist hier. Lohnt sich immer noch nicht. Werkzeug würde sich seltsamerweise eher lohnen, obwohl es das hier vor Ort gibt. Wir können mal hier den Met verscherbeln. Ein Fest ohne Met, so ein Unfug. Ja, Mensch. Weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie das mit der Nahrung ist. Brauchen wir nicht für den Winter auch noch Nahrung? Haben wir jetzt so ziemlich alles mitgenommen für die Fahrt. Vielleicht sollten wir auch wieder welche zurückbringen. Weil wenn das nur einen kostet, können wir das machen. Schmuck. 76. Ja, schade. Also die 900 werden wir wohl nicht zusammenkriegen, ne? Wäre zum Beispiel dann halt hier was für Hild. Die hat momentan nur den Kriegerumhang mit 5 Panzerung und 55% Blockwahrscheinlichkeit. Das wäre schon eine Steigerung. Kettil hat schon 10 und knappe 70. Da muss eigentlich nichts getan werden. Und wer ist er hier noch? Baugi? Das ist Baugi, ne? Aslak Baugi, ja. Der könnte was gebrauchen, wird aber nie eingesetzt. So, wo schicken wir unsere Leute mal hin? Ich würde mal sagen, in die Taverne allesamt. Dann ruhen sie sich aus und kriegen Moral zurück. Deswegen übernachten wir also und erwachen im Regen. Trotzdem werden wir weiter schippern, die friesische
beziehungsweise jetzt fränkische Küste entlang. Das geht recht schnell gerade. Keine großen Events, nichts. Dubbenburg. Okay. Ja, da gehen wir nochmal in Land. Dubbenburg, friesische Hochburg. Also doch noch friesisches Land hier. Gut. Einen Schmied haben sie auch, ja. Aber der hat nichts Gutes zu bieten. Schauen wir beim Händler vorbei. Reliquien kosten hier 100. Es ist dann halt die Frage, ne, ob sich das gelohnt hätte, Reliquien für, was waren die da, bei 70 oder so, 75 zu kaufen und hier zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Stoff bringt immer noch nichts. Haben wir für 3 gekauft oder für 4. Hier gibt es keinen Stoff, trotzdem können wir ihn nicht gewinnbringend verkaufen. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen seltsam. Wir könnten jagen gehen. Nö, wir werden weiter segeln. Denn wir haben ja ein Ziel. Wir wollen eigentlich nach Kantwaderbode. Der Himmel verdunkelt sich, schwarze Wolken thronen über euch aus dem leichten Wind mit ein heftiger Sturm. Der Donnerer ist wütend. Thor schlägt seinen Hammer. Wir suchen einen sicheren Hafen, gehen vor Anker und warten den Sturm ab, würde ich sagen. Ihr wart vom Wind geschützt, aber die Schutztücher sind gerissen und ihr seid pitschnass. Ah ja, dieses quasi, was dann aussieht wie ein Zelt auf dem Schiff, ne? Der Mast runtergelegt wird. Mast gefällt Brugia. Brügge sehen und sterben. Ja, was gibt's denn hier in Brugia? Fränkischer Sumpf. Heute noch sehr eindrucksvoll mit den ganzen hochmittelalterlichen Gebäuden. Ich war selber noch nicht da, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. So, die Schmiede. Kriegerumhang. Heilerrose, Kriegsbogen. Ja, nö. Auch nichts Überzeugendes an Waffen. Oh, schaut mal. Werkzeuge könnten wir für 16 verkaufen. Das ist komisch, ne? Also, man kann Sachen irgendwie nur gewinnbringend verkaufen, im Gegensatz zu anderen Orten, wenn es vor Ort diese Rohstoffe gibt. Wollen wir noch ein paar vorsichtshalber aufbewahren? Ach komm, wir verkaufen alle. Wir haben in letzter Zeit eigentlich nie Werkzeuge gebraucht, um unser Schiff zu reparieren. Von daher weg damit. Ja, der Rest ist, wir können hier Keramik für 5 verkaufen, ganz toll. Da ist nicht viel zu holen. Wollen wir nochmal übernachten? Nee, ich würde sagen, wir fahren nochmal eine Etappe weiter. Brugia ist hier. Da werden wir sicherlich hier noch irgendeinen Ort treffen, bevor es dann darüber geht. Oh, Seenebel zieht auf. Das ist gefährlich. Furna. Wein im Überfluss. Aha. Das ist jetzt hier eine fränkische Siedlung. Ah, gepflasterte Straßen. Hier müssen Römer gelebt haben. Und was haben wir hier unten? Ja. Auch römischer Säulengang hier. Hier ist das Dach provisorisch geflickt. Okay. Wo war jetzt der Schmied da? Sieht ihn vor lauter Bäumen nicht. Umhang mit Kettenhemd. Kriegerumhang mit Schuppenpanzer. 10.
Aber Genauigkeit minus 10, das ist natürlich schlecht. Wildschwein-Jagdspeer. Hit 2, 3 bis 5. Genauigkeit aber 0. Genauigkeit 5. Dafür mehr Crit Damage, aber geringere Chance. Generell aber mehr Damage. Boah, das ist eine schwere Entscheidung, du. Ja, mit dem eichenen Speer macht sie einen Hit mehr. Ah, ich glaube, ich würde da lieber bei dem eichenen Speer bleiben. Was sagt der Händler? Hier gibt es Schmuck, hier gibt es Gewürze. Und wir können immer noch hier nichts gewinnbringend verkaufen. Lasst uns nochmal Nahrung bunkern und dann geht's nochmal weiter. Ja, eine Etappe geht noch, würde ich sagen, und dann müssen wir mal wieder alle Mann und Frauen ab in die Spelunke. Bisschen Metbechern, ein bisschen Bierbechern und dann stimmt das mit der Moral auch wieder. Und dann sind interessanterweise die Leute auch ausgeruht, nachdem sie sich besoffen haben. Merk. Merk. Ein fränkisches Dorf. Da sind wir immer noch auf der... an der Kontinentalküste. Das ist interessant. Was gibt es denn hier zu handeln? Nichts Gescheites, will ich mal sagen. Wir könnten die Nahrung mit einem Gewinn verkaufen. Sollten wir das vielleicht machen? Naja, jetzt gerade also nicht alle, aber... lass uns vielleicht mal 70 verkaufen und dann können wir irgendwo, wo es Nahrung für einen Silbergroschen gibt, ein Bruchstück wieder zurückkaufen. Und ich glaube, das mit dem... Kupfer und Eisen. Wie war das? In Großbritannien gab es Zinn viel, ne? Zinn und Blei. Ich mich jetzt nicht täusche. Und wir könnten natürlich auch jagen gehen, um neue Nahrung zu bekommen. Was gibt es denn hier? Lagerkriegerumhang, Wurfspeer mit Widerhaken. 5% auf Blutet. Aha. Naja, gehen wir alle mal hier in die Taverne und übernachten. Und dann setzen wir die Siegel und weiter geht's. Oh, guckt mal. Sind das etwa die Kreidefelsen von Dover? Bannen an der Kreuzung. Ah, sieht schon eindrucksvoll aus. Was gibt es denn hier? Schuppenpanzer, fränkische Eichener Kriegsspeer. Nichts, was uns wirklich interessiert. Reliquien kosten hier wieder 100. Blei kostet hier 4. Stoff kostet 4. Das wäre ein Silberstück Gewinn pro Stück. Nein, wir schauen mal kurz auf die Karte. Ach, das sind gar nicht die... wir sind immer noch auf der Kontinentalseite. Das ist nicht die englische Küste, sondern die französische. Ja, ja, klar, da gibt es ja auch Kreidefelsen. Logisch. So, bevor wir aber die Segel setzen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, will ich diese Folge an dieser Stelle beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir endlich nach Cantwarabur unsere Handelsreise fortsetzen und dort vor Anker gehen werden. Bin sehr gespannt, was es dort zu handeln gibt und was uns in Zukunft hier erwartet bei The Great Railroad. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis bald.